Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sven und ich möchte mit euch heute so ein bisschen darüber reden, wie gefährlich es eigentlich ist, wenn man nur auf die Dividendenrendite einer Aktie schaut. Dann springen wir doch auch mal direkt rein. Was habe ich uns denn heute Schönes mitgebracht? Im Prinzip drei Unternehmen: einmal Kraft Heinz, einmal Vodafone und einmal General Electric. Was ist bei diesen einzelnen Unternehmen passiert? Es hat bei diesen Unternehmen tatsächlich verschiedene Gründe, warum sie die Dividende gekürzt haben, beziehungsweise bei General Electric ist sie ja symbolisch nur noch 1 Cent pro Quartal. Was lehrt uns das? Es ist eben nicht wichtig, was ist denn, oder kommt immer natürlich auf die eigene Strategie an, aber im Prinzip darf es nicht das oberste Gebot sein, dass die Dividendenrendite möglichst maximal hoch ist bei jedem Unternehmen, das ich in meinem Portfolio habe. Natürlich sollte man sich ein Portfolio so zusammenstricken, wie man das selber für richtig hält. Deshalb also vorab auch hier nochmal gesagt, keine Anlageberatung oder ähnliches. Das ist alles meine Meinung, was ich hier erzähle. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr ein Abo dalasst oder auch hier unter dem Video einen Kommentar dalassen würdet. So, jetzt wieder zurück zur Sache. Und zwar ist es so, wenn man denkt, ah ja, super, oder jetzt auch RTL wäre jetzt für mich so ein Beispiel, wo man irgendwie 8, 9, 10% Dividendenrendite hat, wo Leute sagen, ah super, kaufe ich jetzt, das wird super. Ganz ehrlich, man muss sich immer überlegen, wie zukunftsfähig ist dieses Unternehmen eigentlich? Bei Kraft Heinz ebenfalls. Das Portfolio, das Kraft Heinz derzeit hat, wie zukunftsfähig ist das eigentlich? Da würde ich ein großes Fragezeichen hinten dran stellen. Deshalb ist es auch dort so, dass sie jetzt verstanden haben, oh, vielleicht sollten wir mal die Dividende kürzen, dann hatten die noch einen sehr, sehr hohen Goodwill, dann hast du ewig viel jetzt, Verlust, jedes Quartal wird irgendwie schlechter, was die Umsätze und was den Gewinn betrifft, irgendwann musst du eben die Reißleine ziehen. Und wenn ich zwar viel Geld verdiene, aber auch viel an meine Anteilseigner ausschütte, dann bleibt natürlich am Ende nicht mehr viel übrig, um für die Zukunft zu investieren. Und wenn man das in der Vergangenheit eben verschlafen hat, das Unternehmen rechtzeitig fit zu machen, kommt irgendwann dieser harte Cut, dass man sagen muss, okay, da müssen wir jetzt eben die Dividende kürzen. Das ist natürlich ein Albtraum für jeden Anleger und für mich persönlich, wegen meiner Strategie, die ich habe, auch ein Grund, dann dieses Unternehmen abzustoßen und zu verkaufen, unabhängig vom Kurs. Ich würde aber so ein Unternehmen auch gar nicht erst auswählen. Genauso, also ich hatte ja eben schon RTL genannt, die drei genannten jetzt hier, wir können ja noch mal eins weitergehen. Vodafone ohne Gewinn ins nächste Jahr, Aktionäre enttäuscht. Also das sind ja hier die verschiedenen Medien, die man sich da angucken kann. Wall Street Online, Finanzen.net, gibt es ja noch mehrere Sachen, sehr, sehr empfehlenswert. Könnt ihr euch mal durchlesen, was die alles so zeigen. Dort ist es aber so, zum Beispiel von 15,07 Cent auf 9 Cent. Ist jetzt noch nicht ganz so schlimm. Das hatten sich die Aktionäre von General Electric auch gedacht. Ja, wenn wir uns hier mal reingehen, auch eine coole Webseite, um Dividenden zu tracken, Nasdaq.com. So, da sind wir gekommen von 24, halbiert auf 12, runter auf 1. Ganz ehrlich, ich bin auch kein Fan von diesen Shells, BPs, Altria, die ganzen Tabakkonzerne. Ja. Die Dividendenrenditen sind schon sehr, sehr gut. Das stimmt. Die Frage ist, wie langfristig können Sie diese Dividende halten, erhalten und wie können Sie die in Zukunft auch noch erhöhen oder eben nicht erhöhen und droht unter Umständen ab einem gewissen Punkt dann eben sogar der Cut. Dann auch Dividendenrendite das eine, aber wenn der Kurs eben so komplett nach unten geht, dann ja, schön, wenn ich 10% Dividendenrendite bekommen habe und auch die Auszahlungen erhalten habe. Aber wenn die einen Verlust hatten in dem Jahr von 20%, dann helfen mir eben auch die 10% Dividendenrendite nichts. Also man muss es immer in ein gewisses Verhältnis stellen und man sollte sich niemals davon blenden lassen, dass da eine Zahl super groß ist und so riesige Augen kriegst. Oh, super. Nicht so gut. Wirklich nicht so gut. Deswegen immer wichtig, vorher informieren, was kaufe ich da. In was für ein Geschäftsfeld bewegen die sich? Was haben die an Investitionen in der Pipeline? Was ist zukunftsfähig in diesem Unternehmen?
oder sollte ich davon lieber die Finger lassen? Ein anderes Beispiel für mich, sowas wie Automobilwerte. Da gibt es bestimmt einen, der sich durchsetzt. Und ich bin mir auch sicher, es wird Daimler, BMW und so noch geben. Was sie für eine Rolle spielen, das ist mir zu heiß. Dort sind auch die Dividendenrenditen derzeit relativ hoch. Es gibt immer einen Grund, warum die aktuelle Dividendenrendite einen gewissen Wert überschreitet oder warum sie 5%, 6%, 10%, 12%, 20% hat. Augen auf beim Aktienkauf. Glaube ich, eine gute Zusammenfassung. Wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, euer Sven.